Ja, ich bin der Engel Matthias, komme aus dem Berner Oberland. Ich habe zuerst eine Erstlehre gemacht als Sanitärmonteur und weil mich sehr für Technik interessiert hat, habe ich dann eine zweite Lehre als Multimedia-Elektroniker gemacht. Das Technikinteresse war sehr gross und deswegen habe ich mich dann noch für ein Studium an der AFDM entschieden. Ich werde diesen Sommer Elektrotechnik AF abschließen. Ja, ich habe an einem Projekt in Äthiopien teilgenommen. Es ging darum, Studierende von der Universität Hawassa zu unterstützen. Die hatten Ideen und wollten Startups gründen. Das zehnte Team war dort, für Business-Ideen umzusetzen. Wir von HFDM waren ebenfalls dort, für sie die technischen Belange zu unterstützen und zu supporten. Ja, wir waren 10 Tage dort, für die Leute an der Universität zu unterstützen. Zum Beispiel war das 10. Projekt eine Online-Food-Delivery. Dort ging es, wie bringe ich die Restaurants dazu, dass sie mich unterstützen, wie bringe ich die Website her, dass die Leute das Zeug bestellen können und wie wird das Zeug geliefert. Eine andere Idee war zum Beispiel auch, Sandalen herzustellen mit einfachen Mitteln, die sie dann auch auf dem Markt verkaufen können. Ja, was mir sehr gefallen hat, ist der interkulturelle Austausch mit den Äthiopiern, aber auch mit anderen Schweizer Teilnehmern, also Techniker und Businessstudenten, die sehr gut zusammenarbeiten und ich glaube auch sehr viel voneinander gelernt. Was etwas schwieriger dort war, war die ganze Infrastruktur. Zum Beispiel einen Beamer zu organisieren oder etwas auszudrucken, war nicht so einfach möglich. In diesem Projekt habe ich sehr gut gelernt, unter schwierigeren Bedingungen wie kulturelle Unterschiede, Sprachbarrieren, komplett andere Ansichten, die jetzt zusammen vereinen und gleich zusammen zu werken, um auf ein gemeinsames Ziel herzuarbeiten. Also so ein Projekt kann ich nur empfehlen. Es ist eine einmalige Chance, für einen interkulturellen Austausch zu machen in der Arbeitswelt, Kulturen kennenzulernen und auch Networking zu betreiben.